In der PlayStation-Version von Final Fantasy VI hießen sie noch Feuer 1, 2 und 3. Ah, okay. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe zwar die alten am Super Nintendo gespielt, ein paar, aber da kann ich mich kaum noch erinnern. Aber cool waren die. Auch wenn ich mich nicht mehr erinnern kann, aber die Erinnerungen, die ich habe, sind sehr positiv. Die sollte man remastern auch noch. Das wäre cool. Die können ja jetzt rückwärts machen. Die fangen jetzt mit 7 an und dann 6, 5, 4, ne? Das wäre cool. Aber das machen die jetzt mit 7 wahrscheinlich nur, weil die Fangemeinde vom 7. Teil halt riesig ist und das so ein Kultklassiker geworden ist. Und da können sie sich sicher sein, dass sich das lohnt. Ist ja ähnlich wie bei Resident Evil. Da machen sie haben sie auch den 2. Teil genommen, weil der halt die größte Fangemeinde hat. Der 3. war ja dann schon offensichtlich ein bisschen kleineres Projekt. Und sowas wie Zero oder so werden die nicht remaken, weil das wird sich nicht lohnen für die. Und wahrscheinlich ist es mit Final Fantasy 2 oder 3 genau das gleiche. Befürchte ich leider. Was ich schade finde. Wäre cool, aber... Warte. Vergessen. Es ist meine liebste Erinnerung an uns beide. Hör zu, Cloud. Ich habe eine Bitte an dich. Dieser Planet liegt im Sterben. Aber ich meine jetzt so ein Remake. Wie das da. Still. Ohne zu klagen. Du willst sicher nicht tatenlos dabei zusehen. Nicht wahr? So ein aufwendiges Riesen-Remake. Und wenn die Welt untergeht, dann wird auch deine so anmutig brennende Heimat für immer verschwinden. Und mit ihr das Flehen jener Mutter um das Leben ihres geliebten Sohnes. So wie ihre Pein, als ich sie mit meinem Schwert durchbohrte. Der Verlust der innigen Verbindung zwischen uns wäre schmerzvoller als mein eigener Tod. Also, Cloud, leih mir deine Kraft. Komm schon, es ist gar nicht schwer. Cloud, lauf weg. Flieh. Überlebe. Halt dein Maul! Sehr schön. So ist's gut. Du sollst mich nicht vergessen. Mein Traum. Ich habe wohl zu viel Marco abbekommen. Gut. Weiter. Da bist du ja! Haben wir nicht endlich! Komm hier, Sektor A! Wir haben die Gesuchten entdeckt! Wir brauchen Verstärkung! Los hier, Sektor A! Feuer frei! Na dann. Da muss ich lang? Nee. Nee, da muss ich nicht lang. Also die, oder? Muss man auf die Karte schauen. Ich muss durch den Gang, oder? Ich glaub schon.
Nichts zu vermelden. Doch zu dem Brunnenplatz. Achso, dann gehe ich nochmal in die Gasse zurück. Das sah anders aus für mich. Keine große Sache. Aber da kann ich ja noch schnell fertig erkunden. Kraftreif, den kann ich doch bestimmt ausrüsten, oder? Wie, wo, wann, was kann ich denn Gegenstände ausrüsten? Das müsste doch hier gehen, oder? Geht das noch nicht? Große Reifen habe ich ausgerüstet. Ah, warte mal. Cloud. Accessoire. Okay, jetzt. 5% Stärkeerhöhung. Gut, hab schon gecheckt. Alles klar. Jo, mach's gut, Bad Wolf. Bis bald. Jetzt ist eh... Oh ja, ich höre auch gleich auf. Supertrank! Haltet die Augen offen, er kann noch nicht weit gekommen sein. Ich bin hier! Verschwinde besser von hier. Ah, schade. Na gut. Alles klar. Was, der ging daneben? Oh, come on. Dabei war das so eine schöne Kombo, die ich da zusammengestellt habe. Hubschrauber! Noch mehr. Ich hab. Ja, verschwende ich jetzt mein Limit für den? Naja, warum nicht? Komm. Was täten wir denn sonst? Wir müssen danach eigentlich im Sektor 7 Slum ankommen. Da kannst du auf einer blauen Bank speichern. Auch wenn das Spiel auch so speichert. Ja, aber warum nicht? Ich mag das auch immer, wenn man wirklich einen schönen Schlusspunkt hat. Da drüben! Hey! Feuer frei! Knallt ihn ab! Vorsicht!
offenbar in Richtung Wohnviertel. Riegelt alle Zugänge ab! Da drüben ist der Mistkerl! Darf keine Zeit verlieren. Ah, wohin denn? Ah, da. Der Kerl ist gefährlich. Double kill. Keine große Sache. Der Gesuchte ist in das Wohnviertel eingedrungen. Verriegel die Ausgänge und schick schnell Verstärkung. Im Gefecht mit Zielperson. Du entkommst nicht. Ein Verdächtiger, der mit der Explosion die Reaktor in Verbindung gebracht wird. Was wird denn hier? Ah, der Pfad wird hier eingezeichnet. Okay. Jetzt komme ich nicht zu meinen Gegnern. So, jetzt haben wir uns. Endlich. Cool. Ich wusste gar nicht, dass Feuer auch Flächenschaden macht. Das ist ja cool. Das ist übrigens der Platz, wo im Final Fantasy VII Film... Oh, den habe ich mal gesehen. Das ist super lange her. Ich kann mich null erinnern. Da ist er. Was, warum ist Zauber gegen Menschen unfair? Aber wenn der ein Schild hat, dann darf ich zaubern. Finde ich. Na gut. Hier ist scheinbar nichts. Weil die nur einen aushalten. Ja, da kann ich nichts dafür. Come on. Cloud, spring doch dahin, wo die Gegner sind und nicht, wo sie waren vor einer Viertelstunde. Mann, ey. Na dann. Eine Mogri-Medaille. Aha, aha, aha. Das klingt wichtig. Oder lustig. Oder... anders als ein Heiltrank und so Sachen, die ich normalerweise finde. Oh, Automobili, Lamborghini oder so. Jetzt hat dein Spiel ein Ende. Oh nein, gleich 6 Gegner oder so. Wie kommen wir denn da aus der Situation raus? Ja.
hast es nicht anders gewollt. Oh, da kommt ein roter Schildträger. Die Mutter aller Schildträger. Nein, ich habe den falschen angezündet. Tatsächlich. Nicht schlecht. Na komm, mach ihn kaputt. Einkreisen, schnappt ihn! Sektor 8, Chor 2, wir haben den Mann. Festnahme folgt. Hey, wo ist das? Die haben auch das Stormtrooper-Syndrom. Armer Cloud, wo bleibt er denn nur? Ist doch kein Grund zur Sorge. Dem ist schon nichts passiert. Ihr habt selbst gesehen, was der kann. Die Jungs von Soldat sind halt eine andere Liga. Ja, ich hoffe, dass er bleibt. Moment. Na, da bist du ja endlich. Hä? Wolltest dich wohl vor der Arbeit retten, was? Shinra war uns auf den Fersen, also habe ich sie aufgemischt. Ich wollte euch Ärger am Bahnhof ersparen. Nicht schlecht. Na, was habe ich gesagt? Ja. Warte. Ich muss euch da noch etwas Wichtiges sagen. Ja? Draußen waren unsichtbare Wesen. Ah? Hä? Wie Geister in langen Roben. Klingt eher sichtbar. Erst später, nachdem sie mich berührt hatte, denke ich. Eine neue Shinra-Waffe? Bestimmt hast du vor Angst halluziniert. Vergesst es. Ich hätte nicht sagen sollen. Ab ins nächste Abteil. Ja, ja, miau du nur Katze. So, jetzt machen wir aber Schluss. Bevor wir ins nächste Abteil gehen. So, genau. Und somit beende ich auch den Stream für heute. Danke an Metatron noch für seine Spende und fürs Sponsoren der Final Fantasy Let's Play Reihe. Ich finde das wirklich auch ganz cool, weil jetzt habe ich quasi eine Motivation oder so ein bisschen den Druck, dass ich das auch wirklich durchspiele. Und privat wäre es vielleicht untergegangen zwischen 1000 anderen Spielen. Und das wäre eigentlich schade. Und wie gesagt, ab Februar beginnt dann hier auch die Let's Play-Reihe wirklich täglich. Na schön. Dann sage ich gute Nacht. Dankeschön fürs Dabeisein, für Spenden, für die Bits, für Geld, für alles. Und wie gesagt, den Special-Stream, der heute noch erreicht wurde, holen wir dann auch im Februar nach. Alles Februar, aber jetzt ist erstmal so Semi-Pause bei mir, zumindest Stream-Pause. Und ja, genau, hat mich gefreut. Gute Nacht zusammen. Macht's gut, schlaft gut. Ciao.